Wir verlassen jetzt den technologischen und konservatorischen Bereich der Fotografie und blicken aufs Marketing. Wichtiger Bereich, den man jetzt nicht so direkt mit Kulturinstitutionen als allererstes in Verbindung bringt, der aber natürlich auch wichtig in puncto Identitätsstiftung ist. Professor Dr. Hans Scheurer ist Professor für Kommunikationsmanagement und Public Relations an der Makromedia Hochschule für Medien und Kommunikation hier in Köln, geschäftsführender Gesellschafter der Kommunikationsagentur SSP. Hallo Herr Scheurer, Sie sind schon zugeschaltet. Ist aber auch immer wieder als Autor für Print und Hörfunk tätig und auch der fotografischen Sammlung der SK-Stiftung hier verbunden, da er 5 Jahre lang Beiratsvorsitzender war. Und in seinem Vortrag geht es jetzt ums Netzwerk im Netzwerk, Dachmarkenstrategie für Institutionen mit fotografischem Schwerpunkt an Rhein und Ruhr. Herr Scheurer, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Möchte mich auch nochmal für die Einladung bedanken. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich so als Fremdkörper hier in diesem Spektrum der Themen mit meinem Thema unterwegs bin. Aber ich denke, der letzte Beitrag hat schon auch gezeigt, dass es viele Aspekte der Kommunikation in diesem Umfeld gibt. Und ich schalte mal eben meinen Bildschirm frei. Das funktioniert. So, das Thema, zu dem ich eingeladen worden bin, hat mit dem Thema Marketingstrategien zu tun und da ganz konkret mit dem Thema Dachmarketing. Vielleicht muss man da noch mal einen Schritt zurückgehen und auch noch mal überlegen, wo kommt das eigentlich her mit der Marke und warum ist Marke, sag mal, so interessant. Marke ist eigentlich historisch bedingt ein Kind der Industrialisierung und ein Kind der Massenproduktion. Also Marken wurden eingesetzt, um sich von Wettbewerbsprodukten abzuheben. Das war so der Ausgangspunkt. Heute sind wir an einem ganz anderen Punkt angekommen. Marke ist ein strategisches Instrument, um Unternehmen zu führen, um Produkte zu positionieren. Und der Markenwert ist heute so, dass er den Unternehmenswert, also den ökonomischen Wert eines Unternehmens, bei weitem übersteigen kann. Das heißt, Marke hat einen großen auch ökonomischen Wert. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben. Also ein großes Lieferunternehmen für fertige Speisen aus Restaurants ist vor kurzem verkauft worden. Ich habe die Zahlen noch mal rausgesucht. Der Verkaufswert lag bei 930 Millionen Euro. In dem gleichen Jahr hat dieses Unternehmen einen Verlust gemacht von 320 Millionen Euro. Also man würde sagen, ein eher marodes Unternehmen von der ökonomischen Seite, für das ein gigantischer Kaufpreis gezahlt wird. Und da wird zum einen wird der Marktanteil gekauft, ja, aber vor allen Dingen werden Marken gekauft. Und diese Marken haben einen hohen Wert in unserem Umfeld, weil Marken im Prinzip bestimmte Versprechen abgeben. Also Marken sind immer auch ein Qualitätsversprechen, und Marken, sagen wir, bieten oder versprechen auch immer einen ganz konkreten Nutzen. Wenn das funktioniert und diese Versprechen eingelöst werden, baut sich ein Vertrauensverhältnis auf. Also Marken haben immer einen Vertrauensvorschuss. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn Marken oder Unternehmen in eine Krise geraten, eine entsprechende Bindung zwischen Kunden und Unternehmen besteht, dann ist dieses Vertrauen, dieses Vorvertrauen, sagen wir, ist ein wichtiger Bestandteil, um Krisen auch zu überstehen. Also Marken generieren einen enorm hohen wirtschaftlichen Wert. Und Marken stehen immer in einem Vertrauensverhältnis zu ihren Kunden. Und das führt dazu, dass, sagen wir mal, die Werte von Unternehmen oder von Produkten, wenn sie Markenprodukte sind, sagen wir mal, sich loslösen können von dem, was wir so als unternehmerischen Wert oder ökonomischen Wert kennen. Ganz zentraler Punkt, damit Marken überhaupt leben können, dass Marken überhaupt existieren können, dass sie erfolgreich sind, ist die Kommunikation. Die Kommunikation ist im Prinzip
das Schmiermittel, damit diese Maschine überhaupt funktionieren kann. Das heißt, man muss durchgängig kommunizieren, nicht mal als Strohfeuer und nicht mal, anlassbezogen, sondern durchgängig und zielgerichtet. Und das, was man kommuniziert, das ist dann ganz wichtig, das muss kongruent sein. Was ich damit meine, erkläre ich gleich noch mal ein bisschen genauer. Und letztendlich, Marke ist nie was Statisches. Also Marken leben, Marken verändern sich. Ich habe da geschrieben, Veränderungen ohne Brüche. Also sie müssen mit der Zeit gehen, sie müssen ihre Zielgruppen und auch ihr kulturelles Umfeld immer im Blick haben. Also Marken kommunizieren auf Augenhöhe. Das ist so das, was man eigentlich von der Wirtschaft her kennt. Das können wir jeden Tag im Supermarkt verfolgen. Das können wir, wenn wir Zeitungen aufschlagen oder den Fernseher anmachen oder Radio hören oder auch auf Social Media unterwegs sind, können wir genau diese Kommunikation verfolgen. Damit diese Kommunikation aber funktionieren kann, muss eine ganz wichtige Voraussetzung gegeben sein. Und das ist so die Frage, ist das Produkt oder ist das Unternehmen überhaupt markenfähig? Und dazu gibt es ein sogenanntes Markenbild. Und das Markenbild setzt sich immer aus 4 Komponenten zusammen. Also das ist einmal der Nutzen. Was habe ich eigentlich davon, dass ich dieses Produkt kaufe oder dass ich mich mit diesem Unternehmen beschäftige? Wo ist mein persönlicher Benefit? Die zweite Komponente ist, welche Kompetenz bringt dieses Produkt eigentlich mit? Was ist an Know-how, an Entwicklung, an Technik in einem solchen Produkt enthalten? Dann das Thema der Alleinstellung. Ist das ein, was man im Marketing ein MeToo-Produkt nennt, oder hat es eine Alleinstellung? Was sind die Alleinstellungsmerkmale? Und letztendlich so die Frage, mit welcher Emotionalität geht die Marke nach draußen? Ist sie besonders laut? Ist sie besonders leise? Ist sie seriös? Ist sie marktschreierisch? Ist sie leise? Also welche Emotionen verbindet man eigentlich mit dieser Marke? Das ist jetzt ein bisschen abstrakt und ich will das mal an einem Beispiel zeigen. Einer Marke, die wir alle kennen, Mercedes-Benz, Automarke. Was ist der Nutzen? Ja, der Nutzen ist, ich kaufe ein Automobil mit einer hohen Solidität, das gut verarbeitet ist, eine lange Lebensdauer hat, und im Prinzip am Schluss das auch einen Nutzen, guten Wiederverkaufswert hat, weil das Produkt langlebig ist. Welche Kompetenz bringt das Unternehmen mit? Das ist das Alter und das ist die Größe. Das ist keine Hinterhoffirma, sondern da sind Forschung und Entwicklung involviert, damit das, was an Nutzen nachher zu mir rübergetragen wird, auch tatsächlich funktionieren kann. Alleinstellung, ja, die sind die Erfinder des Autos, das können sie für sich reklamieren. Es gibt keinen anderen auf dem Markt, der das kann. Und die Emotion, da kann man, das ist ganz interessant, die verändert sich nach dem Prinzip Veränderung ohne Brüche, aber verändert sich auch mit dem gesellschaftlichen Umfeld. Also im Moment fahren die auf der emotionalen Ebene eher eine Linie von Hightech und Lifestyle. So, das ist die Voraussetzung dafür, wenn ich diese 4 Fragen nicht beantworten kann, werde ich nie eine Marke etablieren können, sondern es bleibt immer Stückwerk und es wird am Schluss nicht als Marke von unseren Zielgruppen oder von unseren Kommunikationspartnern empfunden. Gleichzeitig ist dieses Raster aber auch im Prinzip der Kommunikationsspeicher für das, was in unsere Kommunikation einfließt. Also alles das, was ich ob in Werbung, in Pressearbeit, in persönlichen Auftritten, in Events kommuniziere, muss eigentlich sich aus diesen 4 Komponenten, nicht aus allen 4 gleichzeitig, aber muss zumindest auf eine dieser Komponenten einzahlen und muss mit denen kompatibel sein. Also das ist wie so ein Schüttelrost, wo die Sachen durchfallen, die im Prinzip nicht über das Markenbild abgedeckt sind. Und das war jetzt nochmal ein kleiner Exkurs aus Richtung der Wirtschaft.
bitte das auch nicht jetzt wirklich als Vortrag zur Markenbildung und Markenführung zu nehmen, sondern wirklich nur als Impulsvortrag, vielleicht um eine Diskussion in diese Richtung in Gang zu setzen. Warum beschäftigen sich Kultureinrichtungen mit dem Thema Marke? Wir wissen oder kennen, dass es eine ganze Reihe von Kultureinrichtungen gibt. Museen machen es vor, Musikeinrichtungen, also Veranstaltungsorte, haben im Prinzip in den letzten Jahren ist es denen gelungen, sich im Prinzip wie eine Marke zu etablieren. Genau, sag mal, nach diesem Muster, das ich Ihnen gerade aus der Wirtschaft gezeigt habe. Sie haben genau diese vier Fragen beantwortet und diese vier Fragen im Prinzip in eine kontinuierliche und strategische Kommunikation einfließen lassen. Bei vielen ging es in der ersten Stufe, ähnlich wie bei der Industrialisierung, auch erstmal nur um Abhebung vom Wettbewerb. Wie kann ich meine Wahrnehmung erhöhen? Wie kann ich mich von anderen Kulturanbietern und vielleicht auch von der Kulturindustrie und deren Angeboten, wie kann ich mich von denen absetzen? Wie werde ich überhaupt wahrnehmbar und erkennbar? Und wir sind heute hier auch an einem Punkt, der viel weiter geht, nämlich der im Prinzip dann auch in Markenführung, wie wir sie von industriellen Produkten oder von Unternehmen kennen, dass wir nämlich auch um Bindung, dass es um Bindung geht, dass wir Bindung brauchen zu unseren Zielgruppen und letztendlich das, was so der Wunsch von allen Markenstrategen ist, dass die Konsumenten oder hier die Besucher einer Kultureinrichtung oder die Nutzer von kulturellen Angeboten mit dem Produkt eine so starke Identifizierung eingehen, dass sie zu Markenbotschaftern werden. Das heißt, sie erzählen anderen über die Vorteile, die ich habe, wenn ich mit einer solchen Marke mich beschäftige. Also Markenpolitik sichert nicht nur ökonomischen, sondern, und das ist hier, glaube ich, für die Kultur wichtig, sondern auch politischen Mehrwert. Und ich musste eben bei dem Vortrag mehrfach daran denken, das sind Kommunikationsthemen, die im Prinzip, positioniert werden müssen und wo man sich, dann entsprechend Gehör verschaffen kann. Im Titel, der mir vorgegeben wurde, war die Idee der Dachmarke etabliert. Auch jetzt hier noch mal ein ganz kurzer Blick in die Wirtschaft. Wie macht die Wirtschaft das eigentlich? Die Wirtschaft baut eine starke Marke auf und dekliniert diese eine starke Marke runter auf Submarken. Also ich kann Milka Schokolade einfach als Tafel Schokolade, das ursprüngliche Produkt, das kann ich im Brotaufstrich, das kann ich zu Pralinen, das kann ich im Prinzip nachher auch zu artfremden Submarken durchdeklinieren. Also ich kann meine starke Marke auch nutzen, um nachher Produkte oder Marken zu positionieren, die vielleicht gar nicht mehr in mein Produktumfeld reingehören, weil die von der starken Marke getragen werden. Das heißt, ich habe mit der Dachmarke einmal das Markenbild identifiziert. Ich habe es verstanden, ich habe es wahrgenommen. Ich identifiziere mich damit und übertrage diese starke Dachmarke im Prinzip dann auf die Untermarken. Jetzt machen wir nochmal einen Switch zum Thema unseres Symposiums. Wie ist es denn eigentlich hier? Hier haben wir, wenn man so will, lauter starke Einzeleinrichtungen, die sich mit dem Thema Fotografie und dem Thema Ausstellung und Archivierung beschäftigen, aber die haben keinen Zusammenschluss. Das heißt, die Dachmarke gibt es gar nicht. Und man kann aber auch den umgekehrten Weg gehen. Das heißt, wir bündeln die Stärken dieser Einzelmarken und dieser Einzelangebote, um daraus eine Dachmarke zu generieren. Die muss dann wieder nach dem gleichen Strickmuster entwickelt werden, wie ich das eben gezeigt habe. Also was ist der Markenkern, was sind die Markenbestandteile? Und wir haben dann im Prinzip den gleichen Effekt. Wir speisen uns von unten in eine Dachmarke rein und die Dachmarke kommuniziert im Prinzip, die Einzelaspekte, die ich vielleicht als Einzelmarke so gar nicht positionieren kann, wo ich in der Bündelung der Einzelaspekte
Unternehmen oder der Einzeleinrichtungen im Prinzip einen ganz anderen Auftritt generieren kann. Also die Bündelung der Einzeleinrichtungen zu einer Dachmarke erhöht nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch die Bindung und die Durchsetzung. Also wir haben eine ganz andere Durchsetzungskraft, wenn wir unsere Kompetenz aus den einzelnen Bereichen bündeln und im Prinzip als Dachmarke dann tatsächlich auftreten. Wenn man das mal durchdekliniert, hier steht mal NN, fotografische Einrichtungen, wenn es eine solche Verbindung gäbe zwischen den einzelnen Einrichtungen, sich zu einer Dachmarke zusammenschließen würden, wozu man noch einen Namen finden müsste, kann man das mal durchdeklinieren ganz kurz. Haut das überhaupt hin? Kann man das über ein Markenbild überhaupt entsprechend spiegeln? Und ja, was ist der Nutzen? Also es wird Vergangenes bewahrt, es wird Neues erlebbar gemacht. Das kann man jetzt ganz weit fortführen, das sind nur Beispiele. Was ist die Kompetenz? Das ist das, was ich so, wo ich Zeit hatte, jetzt die letzten beiden Tage gehört habe, ist die ganze archivarische und kuratorische Leistung, die da erbracht wird und das ganze Know-how, was in diesem Zusammenschluss zusammenläuft. Alleinstellung ist hier ganz einfach, weil das Adäquates gibt es woanders nicht. Und was ist die Emotion? Ich denke, wenn man mal ganz wegkommt von den technischen Seiten, dann ist es eigentlich die Freude des Rezipienten, etwas Authentisches erleben zu können. Und es mir die Restaurierung und die Erhaltung von Kulturgütern eine Möglichkeit bietet, an Geschichte und an Zeitgeschichte und an Personen und an Künstler und künstlerische Entwicklungen anzudocken, auf eine ganz authentische Art und Weise. Das heißt, wir hätten hier tatsächlich ein Markenbild, das die Substanz hat für, sagen wir mal, eine funktionierende Dachmarkenkommunikation. Damit die funktionieren kann, müsste man sich noch mal genauer überlegen, wer sind eigentlich die Personen, die nennen wir Stakeholder, Anspruchshalter, Anspruchsnehmer, mit denen wir in die Kommunikation einsteigen. Und das sind sicherlich die im internen Bereich, also die Träger der Einrichtungen, die Freundeskreise, nicht zuletzt auch die Mitarbeitenden. Ich glaube, in so einem Kontext hat der Vortrag vorhin auch gezeigt, dass das ganze Thema der Politik und Verwaltung, also die müssen auch entsprechend mit den Informationen versorgt werden. Es sind Organisationen aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus dem kulturpolitischen, aus den fotografischen Hochschulen etc. Es sind auch Organisationen wie die Deutsche Gesellschaft für Fotografie. Also gibt es hier noch eine ganze Reihe. Das sind alles nur Beispiele. Letztendlich haben wir eine Fachöffentlichkeit und die breite Öffentlichkeit. Und im Prinzip haben die nicht identische Interessen, sondern die haben divergierende Interessen. Und diese Interessen muss man in der Kommunikation entsprechend berücksichtigen. Und wenn man sie inhaltlich füllt, das habe ich jetzt hier einfach mal mit diesen Begrifflichkeiten getan aus dem Markenbild, dann sehen Sie, wo wir uns aus dem Markenbild bedienen. Ja, authentisches Erleben ist was für die breite Öffentlichkeit und die Kulturinteressierten. Bei der Politik und Verwaltung geht es vielmehr darum, welchen kulturellen und sonstigen Nutzen biete ich eigentlich. Wenn man das macht, wenn man einen solchen Weg in der Kommunikation geht, was ist dann das Ergebnis? Wir haben eine bessere Wahrnehmung. Wir haben sicherlich ein höheres Problembewusstsein. Auch da denke ich jetzt gerade nochmal an den Vortrag von vorhin. Und zwar in der breiten Öffentlichkeit und vielleicht auch, sagen wir, in der angrenzenden Fachöffentlichkeit. Wir haben eine andere Relevanz und letztendlich, das ist das immer, worum es geht, ist auch die Frage der Akzeptanz. Also wie nehmen sich die Zielgruppen, die Stakeholder, mit denen wir kommunizieren, unseres Themas an und haben es für sich dann auch positiv bewertet und umgesetzt. Und vielleicht, dann bin ich auch am Schluss und in der Zeit, vielleicht nochmal so einen Blick nach vorne. Wenn man das tatsächlich machen würde, ganz pragmatisch, was wären die Dinge, die zu tun wären? Da gibt es ein paar Basics, die man einfach erledigen müsste. Das wäre, wie heißt das Kind eigentlich? Unter welchem Dach findet man dann zusammen? Wie heißt die Dachmarke? Man würde die ersten kommunikativen
Basisarbeiten erledigen, also da würde sicherlich ein Webauftritt zugehören, dann die Basics, die man für die Medienarbeit braucht und sicherlich auch ein Konzept, um in Social Media entsprechend kommunizieren zu können. Fortlaufend, womit füttert, das sind ja nur Kanäle, das beantwortet ja nicht die Frage der Inhaltlichkeit und sag mal, wie ich die Inhalte, die ich kommunizieren möchte, verpacke. Letztendlich ist so viel Substanz in all dem, was Sie machen, und ich habe ja einige Jahre wirklich bei der fotografischen Sammlung da auch das aus der Nähe verfolgen dürfen, es ist so viel Substanz da, aus der man Geschichten generieren kann, und sag mal, Inhalte lassen sich gut neudeutsch über Storytelling verkaufen und unter die Zielgruppen bringen, sodass man im Prinzip die einzelnen Einrichtungen sag mal, mit kommunikationsstarken Arbeitsergebnissen dann auch in die Öffentlichkeit tragen kann. Und das müsste man dann nochmal deklinieren nach den einzelnen Zielgruppen, die man erreichen möchte, damit das dann auch tatsächlich funktionieren kann. Das war jetzt 20 Minuten Schnelldurchgang durch ein sehr komplexes Thema. Ich wollte nicht einen Vortrag halten über das, was Markenführung und Markenentwicklung angeht, aber vielleicht einen Impuls geben, in welche Richtung man denken kann oder vielleicht auch denken muss, wenn man so einer Idee einer solchen Plattform dann auch zu einer öffentlichen Wahrnehmung verhelfen kann. Und damit vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Scheurer, für diese Ausführungen. Und zum Thema Dachmarke gibt es ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel aus Nordrhein-Westfalen. Vor 11 Jahren im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres haben sich ja die Museen im Ruhrgebiet zusammengeschlossen zu den Ruhrkunstmuseen. Und da hat sich einfach über die letzten 10 Jahre gezeigt, wie sehr das wirklich auch eine starke Marke geworden ist, die als solche kommuniziert wird, die ein hohes Maß an Wahrnehmung nochmal mit sich gebracht hat, mit einer eigenen Webseite, wo dann eben auch die größeren von den kleineren Häusern profitieren, sowohl was die Aufmerksamkeit, was aber auch Expertise, was kollegialen Austausch angeht. Also was Ähnliches könnte man sich natürlich für die bestehenden Fotoinstitutionen und Museen vorstellen. Aber die Frage ist natürlich, wenn wir das im Hinblick auf so ein Bundesinstitut oder Fotoinstitut, wie auch immer, sehen, würde dann so ein Zusammenschluss in Konkurrenz zu einem großen nationalen Institut stehen oder würden Sie aus marketingtechnischer Sicht sagen, auch das müsste man wieder fusionieren? Also ich glaube, dass es immer Sinn macht, wenn man mit gleichen Themen unterwegs ist, dass man das zusammenführt. Sonst ist immer die Gefahr des Kannibalismus gegeben, kommunikativ. Das würde ich immer versuchen zu verhindern. Also wenn man wirklich diesen starken Auftritt braucht und wenn man diesen starken Auftritt möchte, dann muss man den, glaube ich, auch entsprechend auf starke Beine stellen. Und dann macht es keinen Sinn, wenn das auf verschiedenen Säulen, die von unterschiedlichen Seiten gespeist werden. Vielleicht haben die einzelnen Einrichtungen und Organisationen dann auch wieder ihre eigenen Unterorganisationen. Aber dann müsste man das wirklich miteinander abstimmen. Was ist wirklich so das, was wir als Dach, als große Linie verfolgen wollen? Und dann müsste das miteinander sehr genau abgestimmt werden. Sonst sehe ich einfach die Gefahr, dass man sich atomisiert. Hier ist eine Frage aus dem Publikum gekommen. Wie viele untergeordnete Marken können unter einer Dachmarke zusammengefasst werden? Also da würde ich kein Limit setzen. Das von der starken Dachmarke können alle profitieren. Sie müssen aber einen Teil, das ist die Voraussetzung, dass sie in diesen Kreis kommen, sie müssen einen Teil mindestens zuliefern, der das Markenbild speist. Wenn Sie das Markenbild nicht mitspeisen, dann macht es keinen Sinn. Dann verbessern wir im Prinzip nachher auch die Dachmarke. Also das ist vielleicht die Grenze. Ansonsten sehe ich da jetzt nicht eine natürliche Grenze, dass das also, weiß ich nicht, bei 12 aufhört. Hier ist eine interessante Frage gekommen. Oder ein interessanter Vorschlag. Fotografie hat eine vergleichbare Bedeutung wie zum Beispiel Kochen. Wie kann die mediale Aufmerksamkeit für Fotografie ähnlich gesteigert werden, wie zum Beispiel beim Kochen durch die Kochshows? Das ist ein gutes Beispiel, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber die machen natürlich was richtig. Ne? Die machen ihr Thema, also wer selbst kocht, weiß, wie komplex das ist, wie viel Chemie da drin steckt, wie viel Biologie da drin steckt.
und wie schwierig das ist. Sie machen ein schwieriges Thema einfach. Ja? Und ich glaube, das ist das Rätselslösung. Ne? Das ist das, was ich eben auch mit Storytelling meinte. Wir kriegen nie immer das ganze komplexe Thema getragen, sondern wir müssen es immer runterbrechen. Und dann ist es eine Vorspeise oder ein Hauptgang. Und den so zubereiten, dass jeder nachvollziehen kann und versteht. Ja? Und die chemischen, physikalischen Prozesse, die Biologie, die dahinter steckt, muss ich an der Stelle, wenn es an den Endverbraucher geht, nicht kommunizieren. Wir wissen, dass die meisten Zuschauer von Kochshows selbst gar nicht kochen. Also das wird auch nicht nachgekocht. Ja? Aber es ist die Faszination am Kochen. Ja? Und die Auseinandersetzung mit dem Thema. Aber dieser Aspekt des Storytellings, den Sie eben ausgeführt haben, wie wichtig schätzen Sie den ein, auch gerade für die mediale Kommunikation? Weil die Medien brauchen natürlich immer irgendwie Futter und brauchen griffige Slogans. Und es ist bei der Fülle der Themen, wo redaktionelle Entscheidungen getroffen werden, welches Thema durchkommt, natürlich immer, je klarer das Thema umrissen wird, desto einfacher ist das. Also wie sollten dann auch kulturelle Institutionen sich nicht davor scheuen, vielleicht auch mit solchen Instrumenten zu arbeiten? Also ich glaube, das Thema mit der Kochshow ist nicht so verkehrt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Wie breche ich die Themen runter, dass sie für die Stakeholder, die ich da eben aufgezeigt habe, dass sie für die interessant sind? Bei der breiten Öffentlichkeit nehme ich einen anderen Aspekt als vielleicht bei der Politik. Und bei der Fachöffentlichkeit vielleicht nochmal wieder einen anderen Aspekt. Aber die Geschichten, die dahinter stecken, die Storys, die müssten wir rausarbeiten, müssen wir identifizieren. Und wir müssen sie auf die Medien, auf die sie zugeschnitten werden oder in denen sie, sag mal, in die Öffentlichkeit getragen werden sollen, müssen wir sie zuschneiden. Das ist eigentlich so unser Job als Kommunikationsmanager, dass wir schauen, wie kriegen wir Themen auch aus dem kulturellen Bereich so aufbereitet, dass sie für die Medien tatsächlich nutzbar sind. Ja? Und dann ist immer die Frage der Informationstiefe, der Geschichte, die ich erzähle, und auch der Anschaulichkeit. Aber natürlich ist auch bei der Gründung eines neuen Instituts, wo es um viele, viele Millionen geht, die da reinfließen, die natürlich auch von Steuergeldern da reinfließen, auch die Frage, wie kommuniziert man so eine Notwendigkeit auch in die Breite der Bevölkerung, dass das nicht als neues, elitäres, x-tes Projekt der Kultur abgetan wird, die ja in manchen Kreisen zurzeit eh nicht so die beste Lobby hat. Also wie versucht man auch da das Marketing und die entsprechende Kommunikation gleich mitzudenken, um das auch in einer breiten Gesellschaft zu verorten? Ja, also wir machen dazu Strategie-Workshops mit unseren Kunden, wo wir genau die Zielvorgaben auch nochmal rausarbeiten. Was sind eigentlich die Ziele für die unterschiedlichen Zielgruppen, die ich habe? Was sind meine Kommunikationsinhalte und was ist das, was, sagen wir, am Ende der Kommunikation tatsächlich auch hängen bleibt? Und dann die Frage, wie vermittle ich das? Also die Antwort ist eigentlich eine strategische Kommunikation, also eine zielgerichtete Kommunikation. Und dazu muss ich die Ziele definieren. Und das müsste man machen. Das ist Handwerk, was man dann entsprechend umsetzen muss. Wir haben noch eine letzte Frage aus dem Publikum, aus unserem Chat. Wie schätzen Sie das kulturelle Engagement der Fotografie als Wirtschaftsfaktor ein? Ja, die Fotokina hat sich gerade verabschiedet. Und ich glaube, in Hamburg entsteht was Neues. Ich glaube, das ist ein Stellenfaktor der Industrie, für die Industrie. Es ist ja nicht die Frage, dass, aber solange es die Fotografie gibt, es ist nicht die Frage der Technik, es ist nicht eine Frage der Bildverarbeitung, sondern es ist eine Frage der Inhalte, damit daraus etwas Interessantes entsteht. Und die Industrie muss ein massives Interesse daran haben, dass diese Inhalte weiter transformiert werden. Also, dass es die Bilderschau und zur Fotokina gab, war eine schlüssige Konsequenz. Ja? Weil das ist genau das, worum es dann am Schluss darum geht, wenn ich mich nicht mehr um irgendwelche Bits und Bytes und irgendwelche technischen Features auseinandersetzen muss. Was ist der Inhalt, den wir damit generieren?
Ich danke Ihnen, Herr Professor Scheurer, gerne, für Ihr Engagement und Ihre Teilnahme hier an diesem Symposium. Wir gehen jetzt in die Mittagspause. Ich möchte Sie aber natürlich darauf aufmerksam machen, um 14 Uhr geht es hier weiter und da haben wir dann das Panelgespräch mit den Künstlerinnen und Künstlern, deren Sicht natürlich entscheidend auch zu diesen Fragen ist, die heute und gestern schon angedeutet wurden. Mit dabei sind nachher Boris Becker, Joachim Brohm, Roman Besiak, Beate Gütschow, Katja Stuke. Wir werden diskutieren und Sie können sich, wenn Sie mögen, jetzt schon Fragen überlegen, die Sie an die Künstlerinnen und Künstler haben, die in unseren Chat schreiben oder dann natürlich nachher gerne auch noch, wenn Ihnen im Laufe des Gesprächs das ein oder andere nochmal nachfragenswert oder kommentierenswert erscheint, nochmal ergänzen. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und sehen uns um 14 Uhr wieder. Bis nachher.